In Berlin, da herrscht eine ganz große Nervosität, denn es verdichtet sich ein schrecklicher Verdacht, dass Nord Stream von der Ukraine gesprengt wurde und dass Deutschland, ehe es zu dieser Sprengung kam, von einem ausländischen Geheimdienst vor der Sprengung gewarnt wurde und nichts gegen das drohende Attentat unternommen hat. Wenn das stimmt, würde das alles verändern, dann läge ein NATO-Verteidigungsfall vor, der ebenfalls für Waffen für die Ukraine sorgen würde, aber solche Waffen, die von der NATO womöglich auf sie abgefeuert werden. Das ist ein ganz, ganz brisantes Szenario, so brisant, dass die in Deutschland beteiligten Beamten mit Gefängnisstrafen bedroht werden, sofern sie nur ein Wort darüber verraten. Ich sage Ihnen alles, was Sie dazu wissen müssen. Mein Name ist Martin Werle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet. Den Link zu den kostenlosen Testwochen, den finden Sie unter diesem Video. Führende deutsche Investigativjournalisten, unter anderem vom Spiegel und vom ZDF, die sind über Monate der Nord Stream-Sprengung nachgegangen. Und das Ergebnis ihrer Recherchen, das lässt mir den Atem stocken. Schon im Juni 2022, so kam heraus, also 3 Monate vor dem Anschlag, da erhält der Bundesnachrichtendienst eine verschlüsselte Depesche aus den Niederlanden. Der dortige militärische Nachrichtendienst MIVD hat eine höchst brisante Nachricht von einem Informanten aus Kiew erhalten. Die Nachricht ist so brisant, dass die Holländer sie nicht nur an Deutschland, sondern auch an die USA weiterleiten und die USA, die leiten die Nachricht erneut an Deutschland weiter. Der Inhalt sieht so aus: Ein Anschlag auf die Nord Stream Pipeline sei geplant. Dazu würden 6 ukrainische Elitesoldaten ein Boot unter falscher Identität mieten, es mit Sprengstoff und Spezialgerät beladen und dann hinab zu den Röhren tauchen, um sie zu sprengen. Der niederländische Geheimdienst, der weiß sogar, wer das Kommando leitet, nämlich der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Slushny. Präsident Zelensky sei nicht eingeweiht. Der Anschlag wird sogar terminiert. Er soll während eines NATO-Manövers auf der Ostsee stattfinden, das am 6. Juni startet. Doch wie reagiert der deutsche Sicherheitsapparat? Werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Anschlag zu verhindern und die deutsche Infrastruktur vor dem größten Terroranschlag aller Zeiten zu schützen? Im Gegenteil, die Information, die wird vom Bundesnachrichtendienst zwar ans Kanzleramt weitergereicht, aber dort, da kommt sie erst an, als das NATO-Manöver schon wieder vorbei ist. Und da es zu keinem Anschlag kam, betrachtet man die Nachricht als einen Fehlalarm. Die Information des niederländischen Geheimdienstes, die wird unter Verschluss gehalten und die kommt bei den zuständigen Behörden niemals an. Die Bundesnetzagentur, die für Nord Stream zuständig ist, die erfährt kein Wort davon. Die Bundespolizei, die wird nicht eingeschaltet, genauso wenig die Marine und die Terrorabwehrzentren des Bundes und der Länder. Das müssen Sie sich einmal bewusst machen. Wenn jemand droht, eine Schule in die Luft zu sprengen, dann führt das ganz bestimmt zu einer großen Räumungsaktion, dann führt das zu bundesweiten Schlagzeilen und zu umfangreichen Ermittlungen. Keine Behörde, die davon nichts erführe, auch dann, wenn der Anruf von Beginn an wie ein schlechter Scherz wirkte. Aber wenn ein ausländischer Geheimdienst sehr, sehr konkret von einem Terrorakt gegen deutsche Infrastruktur warnt, vor einem Terrorakt, der die Energieversorgung des ganzen Landes gefährden und Milliarden kosten kann, dann kommt die Information nicht mal bei der Marine und bei der Bundespolizei an. Ich finde das einen unglaublichen Vorgang. Am 26. September passiert es dann, 3 Röhren von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 werden in die Luft gesprengt. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof, der ein Verfahren gegen Unbekannt einleitet, der findet folgende Worte. Der Anschlag habe zum Ziel gehabt, Zitat, die Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen nachhaltig zu stören. Mit solch einem Vorgehen ist ein Angriff auf die innere Sicherheit des Staates verbunden. Zitat Ende. Es ist ein Anschlag auf uns alle, ein Anschlag auf Deutschland. Aber was genau ist passiert? Nach und nach gelingt es den Behörden, die Tat zu rekonstruieren.
Doch die Öffentlichkeit, die wird nur scheibchenweise informiert, denn das Kanzleramt, das drängt auf allergrößte Geheimhaltung. Alle beteiligten Beamten sind mit schwersten Strafen bedroht, sollten sie vom laufenden Verfahren etwas nach außen dringen lassen. Diese Brisanz, die ist erklärbar. Denn es kommen vor allem drei Staaten als Täter in Frage. Wenn die USA hinter dem Attentat stecken, dann wäre der große Bruder Amerika endgültig als großer Lügner, als heimlicher Feind enttarnt. Und dann müsste das deutsch-amerikanische Bündnis, das seit Ende des Zweiten Weltkrieges hält, zerbrechen. Wenn die Russen es waren, wäre der NATO-Bündnisfall ausgelöst, da ein Angriff auf kritische Infrastruktur laut NATO-Statuten als Angriffsfall zu werten ist. Damit würde sich der Ukraine-Krieg zum Weltkrieg ausweiten. Und wenn es, wofür im Moment alles spricht, wenn es die Ukraine war, die Deutschland angegriffen hat, dann wäre es politisch völlig, völlig unhaltbar, die Ukraine mit Waffenlieferungen und Milliarden weiter im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Formal läge ebenfalls ein NATO-Bündnisfall vor. Aber wie wurde der Anschlag durchgeführt? Was genau ist passiert? Und kann es nicht sein, dass die Spuren in die Ukraine gezielt von den Russen gelegt wurden, um die Solidarität des Westens zu brechen? Mittlerweile wissen die Ermittler Folgendes. Am 6. September 2022 wird im Yachthafen Rostock-Warnemünde die Yacht Andromeda geschartert, ein rund 16 Meter langes Segelboot. Ein polnisches Reisebüro, dessen angebliche Geschäftsführerin in Kiew wohnt, übernimmt die Rechnung. Die Crew, 6 Personen, genau wie vom niederländischen Geheimdienst angekündigt, 5 Männer und eine Frau. Die Crew, die weist sich mit einem gefälschten rumänischen Pass aus. Auf dem Foto ist den Ermittlungen nach Valery K. zu sehen, ein ukrainischer Soldat, der in der 93. Mechanisierten Brigade dient. Die Terroristen, die machen mehrere Abstecher in Häfen. Wahrscheinlich laden sie den Sprengstoff Oktogen, ehe sie die 4 Nord Stream Pipelines mit einem Sonar orten, hinab zu den Röhren tauchen, dort ihren Sprengstoff an den Rohrsegmenten platzieren und diesen mit einem Auslöser versehen. Nord Stream 1 ist über 1200 Kilometer lang, beginnt im russischen Vyborg und endet in Lubmin bei Greifswald. Auf diesem Weg wurden seit 2012 pro Jahr rund 60 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland gefördert. Zeitweise wären das 16% des EU-Bedarfs. Keine Pipeline dieser Erde förderte mehr Gas. Zwischen 2018 und 2021 wurde zusätzlich Nord Stream 2 gebaut, erneut 2 Stränge parallel zur ersten Pipeline. Noch 2021 waren 75% der Deutschen für diese Pipeline, bis der Angriffskrieg der Russen dafür sorgte, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen wurde. Am 26. September erschütterten 2 Sprengungen den Grund der Ostsee. Um 2.03 Uhr in der Nacht wird der erste Strang von Nord Stream 2 in Stücke gerissen und um 19.04 Uhr knallt es erneut. Diesmal zerbersten die beiden Röhren von Nord Stream 1 auf Hunderten von Metern. Von den Röhren, da bleibt nur ein Trümmerfeld am Meeresgrund übrig. Noch wissen die Bundesnetzagentur und die Nord Stream AG nicht, was passiert ist. Lediglich einen großen Druckabfall, den können Sie feststellen. Doch in den Morgenstunden des 27. September, da macht ein dänischer Kampfjet riesige Blasenteppiche auf der Ostsee in der Nähe von Bornholm aus. Allmählich wird klar, was hier passiert ist. 3 Nord Stream Röhren sind zerstört, nur der Strang B von Nord Stream 2, der bleibt unbeschädigt, wahrscheinlich durch ein Versehen der Attentäter. Als erstes Kabinettsmitglied wird Robert Habeck über den Anschlag informiert und der fällt aus allen Wolken. Offenbar hat er nichts von der Warnung des niederländischen Geheimdienstes erfahren. In den USA war die Informationslage offenbar besser. Washington habe Kiew ermahnt, auf die Sprengung der Röhren zu verzichten, wie die Wochenzeitung Die Zeit herausfand. Aber war diese Warnung wirklich ernst gemeint? Hatte Biden nicht selbst gesagt, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, sei das das Ende für Nord Stream 2? Offiziell halten sich die Ermittler zum heutigen Zeitpunkt noch bedeckt, was die Täterschaft angeht. Aber hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen vom BKA,
der Bundespolizei und des Generalbundesanwalts gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu erkennen gegeben. Fast alle Spuren, die führen direkt in die Ukraine. Die Attentäter, die haben sich vor und nach den Anschlägen in der Ukraine aufgehalten. Auch die Daten von Mails und Telefonaten deuten auf die Ukraine hin. Und der ukrainische Soldat Valery K. war offenbar an dem Anschlag beteiligt. Ein Mann, der Follower der nationalistischen Jugendorganisation VGU ist, die Jugendliche nicht nur im Schießen, sondern auch im Tauchen ausbildet. Und aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass weitere Indizien gegen die Ukraine vorliegen, die noch nicht zur Öffentlichkeit vorgedrungen seien. Aber warum? Warum hätte die Ukraine Nord Stream sprengen sollen? Drei Motive liegen auf der Hand. Erstens kann es darum gegangen sein, Russland finanziell zu schwächen, denn die Milliardeneinnahmen aus den Gasgeschäften, die finanzieren indirekt den Krieg gegen die Ukraine. Zweitens kann es das Ziel gewesen sein, die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas zu unterbinden. Womöglich hat sich die Ukraine mehr Solidarität von einem Deutschland versprochen, dessen Wirtschaft weder gegenwärtig noch in der Zukunft am Infusionsschlauch russischer Energie hängt. Und drittens kann es das Ziel gewesen sein, Russland als Attentäter erscheinen zu lassen. Eine Version, die sich medial nach dem Anschlag zunächst durchgesetzt hat. Aber damit hätte der Westen einen Grund mehr gehabt, die Ukraine massiv mit Geld und mit Waffen zu unterstützen oder gar, wie es der ukrainische Präsident Selenskyj immer wieder gefordert hat, oder gar selbst in diesen Krieg einzugreifen, da der NATO-Verteidigungsfall ausgelöst worden wäre. Ehe ich Ihnen gleich sage, wie ich die Sache sehe, noch ein Wort zu Präsident Selenskyj. Nach dem Attentat sagte er: Ich bin Präsident und ich gebe entsprechende Befehle. Nichts dergleichen hat die Ukraine getan. Ich würde nie so handeln. Als langjähriger Karriereberater und Kenner von Machtstrukturen, auch in der Politik, darf ich Ihnen versichern, diese Aussage, die stimmt natürlich. Und zugleich ist sie gelogen. Es ist ein ähnlicher Fall wie bei der Abgasaffäre bei VW. Natürlich hat der Vorstandsvorsitzende nicht zu den Ingenieuren gesagt, manipuliert die Abgaswerte. Niemand wäre so dumm, aber selbstverständlich haben er und die anderen Topmanager den Ingenieuren Vorgaben gemacht, die nur durch gefälschte Werte zu erfüllen waren. Und das musste ihnen in diesem Moment klar gewesen sein. Der Betrug wurde also nicht ausdrücklich angeordnet, sondern es ist indirekt passiert. Und falls die Ukraine hinter dem Attentat auf Nord Stream steckt, bin ich absolut sicher, das kann nicht gegen den Willen von Präsident Selenskyj passiert sein. Ich bin sicher, dass er das Attentat dann gebilligt haben muss. Die Tatsache, dass er den ausdrücklichen Befehl nicht gegeben hat, die wäre überhaupt keine Entlastung. Er hätte einen Angriff auf Deutschland gebilligt, ein schweres Verbrechen. Er wäre einem Land, das ihm im Krieg gegen Russland zur Seite steht, mit Sprengstoff in den Rücken gefallen. Und er hätte einen Schaden angerichtet, der Deutschland nicht nur in der Gegenwart trifft, sondern auch dann, wenn in 5, in 10, in 20 Jahren in einem Moskau nach der Putin-Ära vielleicht wieder demokratische Kräfte an der Macht sind und die Energie aus Russland hier bei uns in Deutschland höchst willkommen wäre. Journalisten fällt auf, dass sich in Berlin kaum ein Politiker zu diesem Thema äußern will. Untersuchungsergebnisse, die werden unter Verschluss gehalten. Die Ermittler, die tragen Maulkörbe und der Ermittlungseifer, der hält sich in Grenzen. Der Spiegel schreibt: Gegen die rechtsextremen Wirrköpfe um Heinrich VIII, Prinz Reuß, ermittelten zeitweilig hunderte BKA-Leute. Im Fall Nord Stream sind es dauerhaft wohl nicht einmal eine Handvoll. Zitat Ende. Und das beim folgenreichsten Attentat, das jemals gegen die Bundesrepublik Deutschland, gegen ihre Infrastruktur verübt wurde. Gut möglich, dass man es in Berlin vorzieht, die Wahrheit, wenn sie unerfreulich ist, erst gar nicht ans Licht zu fördern. Denn falls die Ukraine diesen Anschlag wirklich verübt hat, wie sollte man dann die massive Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes noch rechtfertigen? Und wie glaubwürdig wären dann andere Einlassungen, die wir aus Kiew hören, unter anderem das mantraartige Versprechen, dass die nächste Waffe aus dem Westen den Krieg wenden und den Durchbruch der Offensive doch noch bewirken werde?
Oder dass alle Verbrechen in diesem Krieg grundsätzlich nur von russischen Soldaten verübt werden, niemals von ukrainischen? Aber kann es nicht auch um eine False-Flag-Aktion gehen? Ist es nicht denkbar, dass die Russen das Attentat selbst verübt und alle Fährten in die Ukraine gelegt haben? Kenner der Materie halten eine solche Aktion für zu komplex, als dass sie der russische Geheimdienst, eher ein Dilettantenverein, fehlerfrei hätte ausführen können. Ebenso stellt sich die Frage, warum sollten die Russen eine Einnahmequelle, in die sie Milliarden investiert haben und die auf Knopfdruck künftig wieder sprudeln könnte, warum sollten sie diese Einnahmequelle in Stücke sprengen, nur um die Tat der Ukraine in die Schuhe zu schieben? Und warum sollten sie damit den NATO-Bündnisfall und somit einen fatalen Krieg gegen Russland riskieren? Ein solches Szenario erscheint Insidern mehr als unwahrscheinlich, auch wenn der sicherheitspolitische Sprecher der CDU, Roderich Kiesewetter, nach wie vor davon ausgeht, dass es so gewesen ist. Eine andere Version sieht die USA in der Verantwortung. Die Reporterlegende Seymour Hersh berichtet, die USA hätten Kampftaucher von einem norwegischen Kriegsschiff in die Ostsee bringen und das Attentat dort verüben lassen, um die enge Wirtschaftsbindung zwischen Deutschland und Russland zu sprengen. Aber Hersh, der war offenbar einem falschen Informanten aufgesessen, denn etliche Behauptungen seines Berichtes, die lassen sich durch Fakten widerlegen. Und hier mein Resümee. Im Moment spricht alles dafür, dass die Ukraine den Anschlag auf Nord Stream verübt hat. Ich habe drei Forderungen an die Bundesregierung. Erstens, klären Sie ganz rasch auf, warum die Warnung des niederländischen Geheimdienstes offenbar nicht ernst genommen wurde und wer dafür die Verantwortung trägt, dass keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden. Zweitens, sorgen Sie dafür, dass das Ermittlerteam ganz rasch aufgestockt wird. Ein schwerer Angriff auf Deutschland, der sollte nicht die kleinste, sondern der sollte die größte Ermittlung aller Zeiten auslösen. Und drittens, sorgen Sie dafür, dass die Erkenntnisse Ihrer Ermittler an die Öffentlichkeit gelangen. Die deutsche Bevölkerung, die hat einen Anspruch darauf zu erfahren, wer hinter diesem schrecklichen Attentat steckt. Dieser Anspruch, der gilt auch dann, falls die Bundesregierung mit der Wahrheit, die dabei herauskommt, nicht einverstanden ist. Und falls es sich bestätigt, dass dieses Attentat von der Ukraine verübt wurde, dann dürfen Sie als Bundesregierung den bisherigen Kurs im Ukraine-Krieg nicht weiterverfolgen. Ich halte es für undenkbar, Waffen an ein Land zu liefern, das diese Munition womöglich heimlich für Attentate gegen Deutschland verwendet. Dann müsste die Unterstützung im Ukraine-Krieg ihren Charakter wechseln. Nicht länger Waffen, die den Krieg in die Länge ziehen, sondern diplomatische Vorschläge, die den Krieg beenden, das Töten beenden und die Gefahr des Dritten Weltkriegs beenden. Ebenso müsste gegen Präsident Zelensky, falls er den Anschlag gebilligt hat, und gegen alle anderen weiteren Beteiligten, da müssten Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag aufgenommen werden. Womit nicht ausgeschlossen wäre, dass Zelensky für dieses Attentat im Gefängnis landet. Ein Haftbefehl gegen Putin, der liegt aus Den Haag bereits vor. Dann könnten sich die beiden in einer Gefängniszelle endlich einmal auf Augenhöhe begegnen. Zumindest körperlich, denn beide sind exakt 1,70 Meter groß. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über eine Sache, mit der Olaf Scholz alle geschockt hat. Das müssen Sie kennen. Klicken Sie das Video jetzt hier oder wir blenden es gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Und nutzen Sie mein kostenloses Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Es kann Ihr Leben verändern. Klicken Sie hier oder in der Infobox. Eigentlich kostet dieses Webinar 50 Euro, doch im Moment ist es noch kostenlos. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.